Schaue und Ding. Und dann 10 Meter neben mir zwei Gams gewesen. Und die haben sich nicht, also überhaupt nicht gestört gefühlt oder was, gar nichts. Die haben mich mal angeschaut. Also ich da, was tut denn der da? Da bin ich am Kaiser aufgegangen und da bin ich beim, und da ist so ein Schneefeld oben. Und da ist eine holländische Familie mit Flipflops hochgekommen. Nein, meine ich, das gibt's ja gar nicht. Das Wissen über das Berggehen und so, gell. Und dann bin ich da auf den Merabikaffee, auf die 6.500 und dann habe ich neben Everest noch 5.000, 8.000 gesehen. Und das war ein Erlebnis, das war, ja, ein brutal und emotionales Ereignis, da oben stehen und dir zu sehen. Und wenn du auf 6.500 Meter stehst und du schaust zum Everest, dann hast du nur mehr 2.500 Meter für dich. In meinem Podcast Alpengeflüster unterhalte ich mich mit anderen Content-Creatern über deren Kanäle und die gemeinsame Begeisterung für Bergsport. Höre dem Alpengeflüster zu und erfahre mehr über die Menschen hinter seinem Kanal, wie alles begann, was seine Herausforderungen sind, was waren seine größten Highlights und vor allem, wo geht die ganze Reise noch hin? Viel Spaß beim Alpengeflüster! Servus Andi, schön, dass du beim Alpengeflüster bist und es freut mich sehr, dass du da bist, denn du bist auch Content Creator und hast einen YouTube- und Instagram-Account, der sich Radlwadl nennt. Dann wollen wir natürlich zu Beginn alle wissen, vor allem die Zuhörer, wie kam es denn dazu, dass du Radlwadl gegründet hast? Ja, der Radlwadl. Mich freut es, dass ich da dabei sein darf beim Alpengeflüster und dazu werde ich halt dir ein bisschen was flüstern, was so in meinem Leben passiert ist, gell? Zum Gründung vom Kanal ist ganz einfach zu sagen, das hat eigentlich ganz genau genommen mit meiner Enkeltochter zu tun. Denn während der Corona-Zeit haben wir Kaffee getrunken und so und dann hat sie gesagt, ja, sie hat jetzt einen TikTok-Kanal und sie hat schon 100 Abonnenten und du Opi, du wirst das nie schaffen und so. Ja. Sag ich, ja, hey, hallo, der Opa macht schon Abonnenten und macht einen Kanal und dann wirst du schauen, wie schnell, dass ich mehr habe wie du. Und dann habe ich mir gedacht, der TikTok, ich auf TikTok mit Kussmund und Beauty-Tipps, das kommt nicht so gut, da habe ich keine. Und dann habe ich mir meinen alten YouTube-Account erinnert, den, was ich gehabt habe, und dann habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich so ein bisschen Bergwandern und das ein bisschen verfilmen, weil es auch ein kleines Hobby ist von mir. Und so habe ich dann angefangen mit dem Kanal. Und das ist noch, es geht langsam, aber kontinuierlich aufwärts. Ja, das ist sehr schön. Sehr schöne, auch tolle Geschichte, wenn das so aus der Enkeltochter raus ist. Hast du dir mal so überlegt, dass du eine Vision hast mit deinem Kanal? Oder ist das wirklich für dich einfach so, boah, just for fun, einfach mal das, was ich so mache? Vision habe ich keine. Nein. Also das ist einfach für mich selber und mich freut es, die vielen Abonnenten, mich freut auch jeder Abonnent, der dazukommt. Aber grundsätzlich, ich mache es, weil es mir Spaß macht, in die Berge unterwegs zu sein, ganz egal mit dem Radl oder mit zu Fuß oder was auch immer, was ich mache in den Berg. Aber die Vision, nein, dass ich jetzt sage, ja, ich möchte jetzt in 5 Jahren 1 Million Abonnenten haben oder was, ja, gut, da hätte ich ein Problem, meine. aber jetzt bin ich ja in der Rente, also in der Pension, jetzt hätte ich ja wieder Zeit, dass ich das noch dahandle, gell. Ja, schon. Jetzt hast du es ja gerade eben gesagt, du bist in der Rente, in der Pension. Dann kann man davon ausgehen, dass du schon ein bisschen älterer bist. Man sieht dich ja nicht jetzt im Podcast. Aber wie hat denn das bei dir damals alles so angefangen mit dem Bergsport? Kannst du uns da mal ein bisschen was darüber erzählen? Was hat dich denn bewogen, diesen Weg einzuschlagen? Ja, gerne. Da muss ich aber 55 Jahre zurückgehen. Mein Vater, der war aktiv bei der Bergrettung als Lawinenhundeführer tätig. Und dadurch bin ich da gleich mal in den Alpenverein im Örtlichen gelandet. Und die war eine recht aktive Jugendgruppe dabei und so. Und dann hat das so angefangen, eigentlich über den Alpenverein. Und dann in meiner Jugend, dann habe ich mir aber mehr den Langlauf zugewendet. Also da war ich im Langlauf tätig und da war ich auch recht gut und so und das hat mir auch Spaß gemacht. Und da ist eben das Bergsteigen dann mit den Jahren
ein bisschen zu kurz gekommen. Und dann direkt die Liebe dann zum Berg gehen und ein bisschen eine Ausbildung drüber, das habe ich dann in den 8 Jahren meiner Bundesheer, heißt es bei uns, also Bundeswehr, glaube ich, ist das bei euch, heißt, gell? Ja. Und da habe ich meinen Lebensfreund da, Stefan Lackner, der war damals ganz ein junger Heeresbergführer, und der hat meine Ambitionen hin zum Bergsport gelenkt, und ich habe da eine Ausbildung als Heereshochalpinist gemacht und auch als Bergführergehilfe, und das war eine saugeile Zeit, also. Und dann habe ich mich wieder beruflich verändert, da bin ich dann LKW-Fahrer im Fernverkehr bin ich auch geworden. Und dann, ja, da ist dann natürlich die Zeit nicht mehr so gewesen. Und wie ich dann bei der Gemeinde auch wieder angefangen habe, dann sind die Berge wieder sehr stark ins Blickfeld geraten. Und dann habe ich mir eigentlich meinen Lebenspartner, meinen Lebensseilbuddy kennengelernt, der guten Job hat er gehabt, er war Braumeister bei der örtlichen Brauerei, also da habe ich immer gut Getränke mit gehabt, und der Lucky, und dann ist es ziemlich losgegangen, und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Touren gemacht, und den beiden, also Stefan und der Lucky, verdanke wirklich die eigentlich meine Highlights, was ich so gehabt habe im Leben, im Rahmen der Vorbereitungen zu meiner Nepal-Expedition 2011 war ich in Nepal drin. Da sind wir zum Beispiel, sind wir drei auf dem Mont Blanc gestiegen, damit wir die Höhe in diesem kennenlernen. Ja. Und dann das Matterhorn haben wir im Visier gehabt, in Dolomiten, im Marmolata waren wir unterwegs, und alles, was halt hoch gewesen ist, am Großglockner, da war ich, glaube ich, 3-mal oder 4-mal war ich am Großglockner oben. Und einzig der Großvenediger, der hat mich nie so mengen, da habe ich 3-mal probieren müssen, bis ich dann aufgekommen ist, obwohl ich eigentlich, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, ein einfacher Berg ist zum Gehen und so, gell. Das ist einmal so kurz. Ja, mal kurz. Ich meine, du hast gut was zu erzählen davon, ich meine, aus deiner Geschichte. Gibt es denn da auch so eine Person, die bei dir im Bergsport dich besonders inspiriert oder beeinflusst hat? Zwei. Habe ich zwei Namen, die habe ich schon erwähnt. Also da ist zum einen der Lackner Stefan, Bergführer. Und er hat mir damals beim Bundesheer richtig zum Bergsport und das Know-how gegeben, auch die Ausbildung gegeben, Seiltechnik und Klettertechnik und so. Er wollte immer, dass ich mit Seil und Haken auf dem Weg bin, aber das habe ich nicht mehr. ich habe nur Bergmengen, wo ich ohne Seil aufgekommen bin. Wir haben schon gehen müssen und so. Und wir damals in der Bundesheerzeit, da waren wir so ein Einsatzteam. Der Stefan war der Leader von der Gang und der Kommandant von uns, und wir sind 5 oder 6 Leute gewesen. Und wenn irgendwo was gewesen ist mit dem Bundesheer, dann sind wir mit dem Hubschrauber da hingeflogen worden und haben das vorbereitet. Beispiel, die damals jetzt eine neue amerikanische Botschafterin angegeben in Österreich, und die wollte unbedingt am Großglockner gehen. Und dann sind wir eine Woche vorher auf den Großglockner, auf die Adlersruhe, und haben den Streckenabschnitt von der Adlersruhe über das Glocknerleiter bis zum Großglockner Seil versichern müssen, damit nichts passiert, wenn die aufgeht. Also die hätte blind aufgehen können, wenn die gestolpert wäre, die war in ein Netz reingeholt. So viele Seile haben wir da reingekriegt oder so. Und das sind da so, ja, das sind da so die Aufgaben, was wir gehabt haben, wenn irgendein General war, ein 4000er gehen in der Schweiz außen oder was, und dann sind wir mit ihm halt da mitgelatscht, dann sind wir halt da aufgegangen oder so, und sind halt für die Sicherheit zuständig gewesen oder so, gell. Das war der Stefan. Und dann, wie ich schon gesagt habe, der Lucky, der eben neben seiner Liebe zum Bier, er ist Braumeister gewesen, und dann hat er sich die Liebe zu den Bergen gehabt. Und Lucky und ihm, wir sind wirklich, ja, unsere Traumtouren, was wir so gegangen sind, also sind wir alle miteinander gegangen, also die Wildspitz, was halt alles so gibt. Also aber wie gesagt, immer ohne Seil, also ein Gletscher Schuhseil oder was, aber wenn es sobald ich Seil, also sobald ich Haken und Friends und so Zeug gebraucht habe, habe ich nicht mehr. Habe ich nicht mehr, gell. Ja, ja.
Ja, der geprägt hat mich eigentlich auch ein bisschen der Lucke und dann der Stefan, weil man den Leistungsgedanken, den habe ich nie so gehabt. Früher schon, also früher, da ist gewesen, 3 Gipfel am Tag oder 4 Gipfel am Tag und keine Ahnung, 2000 Höhenmeter und wenn es mir nicht noch mehr geht, das ist auch super und so. Und das hat sich aber dann im Laufe meines Lebens aber mehr geändert. Also ich ziehe jetzt auf den Berg viel mehr, wenn da ein Fächer 2000er ist, ein Großberg in die Kitzbühelalpen und das Wetter passt und die Tour passt und mir passt es auch und ich sitze auf einem Bankerl, dann habe ich da viel mehr, als wenn ich die Zugspitze auf ist aus oder was. Das bringt mir nichts mehr. Also das, vielleicht weil ich viel gehabt habe, Zugspitze bin ich noch nie gewesen, aber die Bilder, was man so sieht, oder von wie es aussteht, und dann habe ich am Mount Everest auf, also da zieht es mir die Gräuel auf. Gell? Und für mich ist eben, die Gipfel sind schon ein großes Ziel auch, aber sind eben nicht alles. Gell? Das ist einfach ein schöner Platz, wo ich meine Schnapsei trinke oder meine Jausen ist. Das ist viel geiler, als wäre, keine Ahnung, ein Glockenturm hocken mit nur 50 andere oder was, gell? Das kann ich bestätigen, weil das sind so diese Modeberge, wo ich gesagt habe, naja, die würden mich jetzt auch nicht reizen. Also Großglockner ist ja momentan oder jetzt mittlerweile schon ein großer Modeberg geworden, wo es halt dann so viele Leute oben sind. Zugspitze ist genauso, da musst du es halt dann eher so machen, dass du wirklich in der Nacht losgehst, im Dunkeln, dann hast du die wenigsten Leute, bin aber nicht so der Frühaufsteher und ja, das ist schon, verstehe ich schon, aber ja. Ich habe da Bilder gesehen vom roten Stupselzieher, oder wie das heißt, oder? Da stehen Hunderte, stehen da, ja. Hunderte. Ja. Also das, Wahnsinn. Das macht keinen Spaß nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Also wenn es dann 3 Stunden anstehen musst auf dem Gletscher, bis dann aufkommst, das war der übers Höllental rauf, genau, der Höllental ferner, wenn man dann da drauf steht, das hat dann, der Markus hat das irgendwie gefilmt, dass man dann 3 Stunden, 3,5 Stunden standen die da an, dass sie überhaupt von dem hinteren Teil vom Gletscher bis vorne am Einstieg vom Klettersteig kommen. Also das ist dann schon richtig heftig. Nein, das ist nichts. Das streich mal einfach. Genau, dann lieber auf dem Bankerl rumhocken und die Fernsicht genießen. Und ich habe das Glück, ich wohne direkt beim Wüdenkaiser. Also ich brauche nur bei der Haustür rauszugehen, nach vorne mit dem Radl 20 Minuten und dann bin ich schon in meiner Welt, wo ich sein mag. Ja, sehr schön. Gibt es eigentlich bei diesen 2 Personen noch oder andere Personen, die deine Perspektive oder deinen Ansatz verändert haben? Also du hast schon ein bisschen was drüber erzählt, dass du gesagt hast, ja, ich bin ruhiger geworden, hab da jetzt nimmer so den ich gier nicht mehr so nach die Höhenmeter, sondern das ist ja auch schon eine Veränderung der Perspektive und des Ansatzes. Gab es da noch irgendwas in der Richtung? Na, Personen eigentlich nicht. Na, aber es ist einfach, ich glaube, das war das Alter ist auch, gell? Man wirkt ja ruhiger. Man muss ja kommen, man muss keinem mehr was beweisen. Gell? Ja? Also ob ich jetzt auf die Elma halte in 3 Stunden oder 4 Stunden oder 5 Stunden, das interessiert gar nicht. Nicht einmal mich selber. das ist so. Und so gehe ich lieber. Es ist auch körperlich auch geschuldet, weil es so fit ist, ich kann nicht mehr, keine Ahnung, ich kann nicht 700 Höhenmeter in einer Stunde oder was, oder 2 Stunden, da geht nicht mehr. Und das ist eigentlich so, vielleicht das Alter ist das, glaube ich, was laut macht. Ja, aber ist ja gut, dann wirst du gemütlicher. Also ich meine, das haben wir ja schon vorhin erzählt, da habe ich ja mein Tribut dieses Jahr auch gezahlt, dass ich einfach verstehen muss, dass es halt nicht mehr so geht wie ein 20-Jähriger. Genau. Also, gibt es denn da noch einen anderen entscheidenden Moment in deiner, sage ich mal, Bergsportkarriere, ein bestimmtes Schlüsselerlebnis, was wirklich die Leidenschaft zu deinem Bergsport geweckt hat? Kannst du dich daran erinnern? Nein, kann ich mir nicht. Also Schlüsselerlebnis, ich weiß nicht. Es ist bei mir, es hat das Ganze so gewachsen. Weil ich ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe das Privileg, dass ich wirklich in einer brutal schönen Umgebung leben darf. Mit dem Wüdenkaiser praktisch vor der Haustüre. Und da ist logisch eigentlich, dass das junge Bub, da siehst du die Riesenberge, die ganzen Bekannten, die Hütten, die latschen halt auf.
Und noch erlebst du es selber auch, wenn du noch mitgehst und so. Und das ist eben das, was ich, mein, auch, wenn wir sagen, wenn ich in meiner Schulzeit, da war ich immer, da muss ich jetzt ein bisschen zurückgehen in meine Schulzeit, da hat es aber gegeben, Geografieunterricht, Nepal und Tibet, gell? Nepal und Tibet, das ist vielleicht so ein Schlüsselerlebnis. Nepal und Tibet, das war damals zu meiner Zeit verbotene Staaten. Du hast nicht rein dürfen. Ja. Ja, und dann habe ich da so Berichte gelesen von den Bergsteigern, wo der Mesner auf ist und der Habeler und wie sie da geheißen. Da habe ich mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie die das schaffen, so hoch aufgehen oder so. Gell? Und das war dann also ein Traum von mir, ich möchte da mal hin. Ich möchte den Everest mal in Natura sehen. Nicht aufgehen, das weiß ich, das ist so gut schätze ich mich schon, dass ich nicht aufgekommen bin. Aber ich wollte den Everest in Natura sehen. Es hat noch 40 Jahre gedauert, bis ich das schaffen konnte, weil ich das Geld gehabt habe und die Zeit gehabt habe. Und auch das Wissen über das Berggehen und so. Gell. Und dann bin ich da auf den Merabi-Kaffee, auf die 6.500 und dann habe ich neben Everest noch 5.000, 8.000 gesehen. Und das war ein Erlebnis, das war ja ein brutal und emotionalstes Ereignis, da oben stehen und die zu sehen. Und wenn du auf 6.500 Meter stehst und du schaust zum Everest, dann hast du nur mehr 2.500 Meter von dir. Ja. Also das haben wir, das sieht man jetzt wieder ein ganz laut auf, wenn ich da zurückdenke an Dinge. Das ist vielleicht das Schlüsselerlebnis. Das kann man als Schlüsselerlebnis erklären, ja, das stimmt schon. Also allein der Weg dahin, dass du dir das vorgestellt hast und dass es dann auch noch verwirklicht hast. Also das ist schon cool. Ja. Also für mich wäre es auch mal ein Erlebnis zu sagen, da hinzukommen und einfach nur mal den Everest oder allein alles dort zu sehen, wie groß das ist und wie beeindruckend das ist, einfach mal sich das anzuschauen. Ja, das ist schon cool. Vielleicht hoffentlich dauert es bei mir nicht 40 Jahre, weil dann bin ich echt alt. Aber mal schauen. Gut. Du, wenn du dir mal so einen Berg vorstellst, welche Eigenschaften von dir würde denn da zu tragen kommen? Ich glaube, das ist meine Gelassenheit und Ruhe. Das ist, so leicht bringt mich nicht was aus der Ruhe. Und wenn irgendwas ist, also ein Berg, ein Steiner kommen da war oder was, gell? Sicher stehe ich aus, das ist klar, gell? Aber ich habe da nicht so eine Panik, dass ich sage, oh Scheiße, jetzt bricht der ganze Berg zusammen oder was. Ich habe da nicht eine Panik, ich check die Situation an und entscheide dann. Gell? Mhm. Und das ist oft so. Das stört mich oft so, wenn ich so meine Mitberg gehe oder die, was da so entgegenkommen oder was. Das ist immer eine Tragik und ein Chaos und das ist alles so übertrieben, wo die Leute aufhören, gell? Und das ist das für mich vielleicht, bei mir, dass ich einfach, ja, cooler Typ ist jetzt blöd gesagt, aber ich bleib ruhig und schaue mir die Situation an und danach entscheide. Und das ist Sommer wie Winter, das ist auch im Winter beim Skitouren gehen genau dasselbe. Ja, mal, wenn jetzt da Schnee und Schneeputzel ist und das Lawinenabgänge sind, wird es jetzt da vor ein paar Jahren gewesen ist, wo man Hechenfeld im Kaisergebirge, da sind links die Lawinen, rechts die Lawinen, dann habe ich auch geschaut, ob es gescheit ist, umdreht oder nicht, aber ich war auf einem sicheren Ort, weil ich einfach die Erfahrung habe und so. Und dann bleibe ich da ruhig und da bin ich auch nicht in Panik oder was, gell? Ja, gut. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften am Berg ist einfach die Ruhe zu bewahren, auch vor allem in den stressigen Situationen, dass man da nicht in Panik gerät oder sich zu sehr stresst, weil das fördert alles das nicht, also wenn man gerade in so schwierigen Zonen ist, genau. Gibt es denn in deinem unmittelbaren Feld, also Umfeld, mit dem du unbedingt mal einen Tag am Berg verbringen möchtest? Und warum gerade diese Person? Hm.
Ich weiß nicht, ich brauche keine Berghelden wie Mesner, Kaltenbrunner, Havel oder wem auch immer. Gell. Zu mir hat mal ein Bekannter gesagt aus Irland, das ist der Gordon, der möchte schon lange mit mir eine Bike-Runde fahren und so. Und das hat sich nie ergeben und so. Das hat auch noch nie funktioniert. Und der sagt, gell, Andy, I know you are a lonesome wolf. So. Und ich sag's einfach aus, ich bin eben total gerne allein unterwegs. Mhm. Und mit meiner Frau natürlich, gehen wir auch gern am Berg. Aber wenn ich jetzt so nachdenke, ich find den eben da an Adrian von der Alpinen Summits, den finde ich sympathisch und wenn Adrian sich irgendwie, ich in meiner Jugendzeit oder in meiner besten Zeit beim Ding, weil der macht genau das, was ich weiß, so gemacht habe, weißt du, also, keine Ahnung, ja, und vielleicht einmal mit denen, aber der ist mir zu wachsen, also da komme ich nicht mit, gell? der ist mir zu arg oder was, aber ja, aber siehst du, nein. Ich glaube, der Adrian, der wird schon langsam machen, wenn er mit dir geht, weil der ist ja auch schon viele Touren gegangen, die du ihm empfohlen hast. Also es sind ja sehr viele Videos von ihm, die du gesagt hast, oh, mach mal das oder jenes und so weiter. Und da hat er mir gesagt, oh, der Andi hat mir wieder eine Tour empfohlen und er war grantig und aber cool und ja. Also der redet schon viel davon, ja. Da tue ich mir auch leicht am Kaiser, da ist eh so viel grantig. Ja. Ja, nein, ich weiß auch nicht, ja. Ja, Radrennen. Mhm. Ja, wenn er es hört, dann wird er sich bei dir melden und sagt, komm, lass uns mal einen gehen. Auf jeden Fall. Ich sage es eh schon so oft, aber du hast dann ja Zeit. der nimmt sich dann schon Zeit, genau. Aber dann ist es wahrscheinlich eher so, dass du auch vorhin schon gesagt hast, naja, also es gibt keine berühmte Persönlichkeit, mit der du mal an den Berg gehen möchtest, weil du ja eher alleine gehst oder so. Oder gibt es da schon jemanden, wo du sagst, aus der Vergangenheit oder Zukunft, da berühmte Persönlichkeit, mit dem du gerne mal an den Berg gewesen wärst? Aus der Vergangenheit, wenn Luis Trenka den alten Geschichtendrucker. Die stelle mir so richtig lustig viel mit dem da oder irgendwo aufgelatscht und Bad Dankofl oder keine Ahnung, wo man mal anzieht. Und mit dem so ein bisschen so reden. Ja. Das der Luis Trenka. Aber nicht erzwingen ein Bergsteigerischen, sondern einfach seine Geschichten. Na, warum nicht? Also ich meine, dann ist es eine berühmte Persönlichkeit und mit der kannst du mal am Berg gehen. Sehr gut. Wenn wir uns jetzt aber nochmal auf deinen Kanal zurückgehen und den mal ein bisschen anschauen, könntest du für dich selber irgendwie sagen, wie sich denn dein Kanal zu anderen Bergsportkanälen unterscheidet? Ah, das ist schwierig, weil es gibt ja so viele. Ich versuche aber bei meinen Bergfilmen oder bei meinen Content, was ich mache, so ein bisschen ein Gesamtpackage. Was ich nicht tue, ist, dass ich sage, hier, da ist der Wanderparkplatz, da geht's rechts auf und nachher geht's nur 3 Stunden, dann kommt die Hütte und da ist der Wegweiser, du musst links oder rechts. Das tue ich aus 2 Gründen nicht. Der erste Grund ist das, weil ich einfach, du hast eh selber die Verantwortung nicht übernehmen kann, weil einfach die, was die im Film sehen oder was, und die sagen, aha, ja, der Radlwadl hat ja gesagt, du musst da rechts umgehen oder du musst links umgehen oder was, gell. Und deswegen, da mache ich eigentlich ganz wenige Angaben. Ich sag schon, wo vom Parkplatz, dass ich weggehe und ich sag, wo ich hingehe und so. Und was aber ich bei mir ist, dass ich ganz gerne so Geschichten erzähle, gell. Wenn er, keine Ahnung, also bei meinem Video da auf die Fritz Pflaum hinten auf, da gibt es so viel Sachen zu erzählen. Bücher habe ich da gelesen und nachher so auch so Geschichten, was da so passiert sind mit der Fritz Pflaum Hütte, wo so mit den Bergsteiger auf dem Mittagwasser und. Also das ist bei mir eigentlich mehr und so meine Panoramaaufnahmen. Das ist so ein fixer Teil bei mir, ich möchte die Leute, die da nicht aufgehen können, das zeigen, wie es da oben, wie schön, dass das da oben ist und wie schön, dass das da oben ausschaut. Gell? Mhm. Leider habe ich es noch nicht geschafft, mit der Drohne zu arbeiten, weil die
die beherrsche ich nicht. Die mag mir nicht und ich mag es auch nicht. Und das ist mir viel stressig, da sind wir wieder bei der Ruhe. Und deswegen habe ich die Drohnenaufnahmen weggelassen. Ach so, okay. Ja, also wenn ich jetzt deinen Kanal schaue, ich auch ab und zu gerne an. Also ab und zu bedeutet einfach nur das, dass ich so viel zu tun habe, selber mit meinem Content schneiden und so weiter. Aber ich finde es bei dir besonders schön, einfach die Geschichte, die du dabei erzählst, und wie du sie im Video und im Bewegtbild umsetzt. Wie du dich selber filmst, indem du da vorbeigehst oder mit dem Radl vorbeifährst und bis du am Berg oben bist, dann hockst dich, wie du gesagt hast, hin und erzählst der Geschichte. Es ist halt einfach eine schöne Story, die erzählt wird, indem du auf den Berg hinaufgehst. Ist halt was anderes wie bei vielen anderen oder so. Und das unterscheidet dich schon zu anderen Kanälen. Also kann ich nur mal empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das kann man auch echt nebenbei schön anschauen. Genau. Aber da sind wir auch, ja, da sind wir schon wieder beim Punkt, was ich schon angesprochen habe, ist genau die Content-Erstellung an sich. Also kannst du mal so einen Einblick geben, wie aufwendig es ist bei dir, den Content zu erstellen und zu verwalten, wie du dabei vorgehst? Ja, Content erstellen, du musst einmal zuerst filmen. Und bei mir, du hast ja schon gesagt, ich mache viel vorbeigehen, Szenen, ja. Ich mache viel aus weiterer Entfernung und so. Und das heißt, jetzt mal, du hast sie selber Kamera holen, aufstehen, vorbeigehen, wieder zurückgehen, wieder Kamera mitnehmen, gell. Heute bin ich umgegangen auf der Rekordband. Und das ist eine Tour. Normalerweise gehst du da, wenn du jetzt so am Berg gehst, auf die Rekordband gehst, nachher gehst du 3,5 Stunden, sowas. Mhm. Und, ja. Und mit dem Filmen bin ich 5 Stunden auf dem Weg gewesen. Eben mit dem Zurückgehe, Vierige und nachher und oben am Gipfel wieder Panorama machen und. Also, das ist ja so, also, wenn es jetzt eine große Tour ist, gell. Also, und, ja, Kamerapositionierung und Einstellungen, Vorbereitungen und 10 Minuten pro Sequenz und 60, 70 Takes mache. Ungefähr, ja. Gell? Und nachher kommst du auf die Zeit hin, gell? Dann die Recherche vorher, wo ich gesagt habe, dass ich brauche ja die Geschichten dazu, also. Ja, klar. Wenn man das auch noch, also, das ist schon sehr, sehr, sehr aufwendig. Und, deswegen tue ich nicht mehr, ich habe früher so gehabt, einmal in der Woche ein Video. Und das mache ich nicht mehr. Ja. Das ist mir, mir ist das zu stressig, schaffe ich einfach nicht, gell? Und das tue ich zweimal, alle 2 Wochen ein Video, so. Mhm. Und wenn keins ist, ist es auch wurscht. Genau. Ja, es ist auch wurscht. Ja, das ist so. Also, aber am Tag, damit der Verwaltung und so, also ich glaube, dass am Tag eine Stunde geht sich auf. Also, ja. So bin jetzt über das ganze Jahr. Stunde, 1,5 Stunden sicherlich. Ja. Und so, auf Instagram bin ich nicht so viel. Ich habe schon einen Kanal und so, aber ich käme da nicht so aus. Und Facebook mache ich auch ein bisschen was und so, aber das ist eigentlich, wenn der Film rauskommt, nachher ist der Aufwand, dann habe ich auch so 2-3 Stunden alles zusammen. Und ja, das ist ja da so der ganze. So ist der Ablauf, ja. Ja, das stimmt schon. Also das vergessen ja die Zuschauer. Ja, ne, aber das vergessen die halt immer, weil wir sind ja selber am Berg viele Stunden unterwegs, dann vielleicht auch länger wie normal. Dann hockt man nochmal Stunden zu Hause, bis man den Video schneidet, bis man das hochlädt, was man da alles macht. Das ist schon sehr aufwendig, ja. Ja, ich hab da eine gute Bekannte, die macht da so einen Kochkanal, gell? Und ab und zu machen wir miteinander was, also, dass ich am Berg gehe und dann triff ich einen Jäger und der gibt mir nachher ein Rechfleisch oder was, gell. Und sie macht noch ein Rehragu draus, so, auf ihr Ding. Da haben wir so eine Cooperation, wir zwei. Und sie sagt aber, wenn sie vergleicht den Aufwand, was du als Wander-Content, als Bergsteiger-Content betreiben musst, dass du ein Video hast, der ist ja um vieles mehr, als wenn ich jetzt einen Küchenkanal habe, der was jetzt, keine Ahnung, mit der Kamera schon 10 verschiedene Einstellungen auf die Herdplatten hat und so. Ja, weil sie sagt, allein von dem Ding, wenn sie eine Stunde mit dem Kochen, eine Stunde braucht es ungefähr, dann ist das erledigt. Und du am Berg bist 8 Stunden, 9 Stunden unterwegs. Oder? Genau. Wenn du jetzt so langsam bist wie ich. Also. Ja.
dafür genießt du es mehr. Um das geht's. Ja, genau. Ja. Und wenn wir da schon so an einem Tag sind, ein Tag am Berg, wie schaut denn bei dir so der durchschnittliche Tag am Berg aus? Gibt es da irgendwelche Rituale oder Gewohnheiten, die du da hast? Das ist ganz einfach. Weißt du, aufgehe, Gipfelschnaps trinken, Leiberl tauschen und durchgehen. Das sind die drei. Na, Spaß beiseite. Aber wir, bei vielen vermutlich, haben früh aufstehen, dann aufs Bike rauf, weil ich auch gern von der Haustür weg tun oder so, also mit dem Radl oder dann Rucksack und das bereite ich am vorderen Tag vor, schon Ding, und dann geht's auf und dann genieße ich und film und da halt so den ganzen Tag, was du so am Berg auf dem Weg bist. Und wenn ich nach Hause komme, wieder Computer zu ersetzen, die Daten aufgeladen. Und Ritual habe ich auch, da habe ich wirklich was. Und zwar, ich stecke mal bei irgendeiner Almrosen oder wie sagt sie, Heidi Rösland oder die wir sagen Horn, sagen wir. Das sind so die lilanen Bergblumen, was sind. Ja, die stecken wir halt auf. Das ist ja so. Okay. Und dann habe ich das um. Und dann geht's jeder wieder leichter. Schau. Das mache ich eigentlich jetzt mal, außer im Winter, weil da ist der Schnee, da gibt's keinen. Ja, da geht's nicht. Da kannst du einen Schneeball auf den Kopf legen. Genau. Schon. Vielleicht sind so ein paar Neulinge dabei, die sich jetzt den Podcast anhören, die gerade so mit dem Bergsport anfangen. Was würdest du denen so als alter Hase, als alter Berghase, was würdest du denen denn so für einen Anfang mitgeben? Kleine Schritte setzen, um Großes zu erreichen. Es ist einfach, und sie müssen einmal, wie sagt man auf Englisch, change your mind, ja, das ändern. Man sollte da langsamer die Sache herangehen, nicht gleich von 0 auf 100, dass ich jetzt sage, okay, jetzt will ich am Berg gehen, und jetzt gehe ich gleich an einen Kruchtlocken oder was. Sicher geht's, ich komme auf mit dem Bergführer und alles, ja. Nur habe ich dann das Feeling, den Spaß, das ist die Frage nachher, gell. Und es ist halt, leider Gottes ist es so, dass viel durch den Content, was wir liefern, dass da viel falsche Vorstellungen von dem Berg haben. Die sehen es, super, der Radlwadl, der saust da locker rauf und so, die schaffe ich auch locker und so. Das ist aber nicht so. Weil im Grunde genommen sind wir, die was jetzt da so den Berg-Content schaffen oder was. Wir sind eigentlich, sagen wir, Semiprofis oder Fachmänner oder Wachleute, gell. Und jetzt ein Neuling, oder was, der herkommt, und dann denkt es ja, der Radlwadl, der kommt da auf, und dann komme ich da dreimal auf, oder was. Und das ist aber schwierig nachher, gell. Also ich darf sagen, wirklich einfach kleine Schritte setzen und sagen, ja, keine Ahnung, hinterm Haus ist ein Hügel mit 1000 Meter oder was, da geh ich mal den auf, dann sicher sehe, wie es mir geht, oder was. Und dann einmal mehr werden und Ding werden. Dadurch steigert auch die Kondition und alles, was so kommt, gell. Ja, das ist genau das mit Social Media, das ist immer so ein bisschen die Gefahr, weil die Leute halt dann einfach unterschätzen, wie anspruchsvoll einfach die Touren sind, weil es dann auf Social Media so einfach aussieht, weil es halt dann erfahrene Leute schon machen, die dann auch langsam angefangen haben, sich zu steigern. Ja, das stimmt. Das ist ein guter Tipp. Also kleine Schritte, langsam anfangen, darauf zu gehen. Genau. Jetzt hast du ja gesagt, du hast schon sehr viel erlebt wahrscheinlich am Berg und Positives wie Negatives. Gibt es denn bei deinen letzten Bergtouren, die du mal gemacht hast, auf die Jahre zurückgesehen, irgendwelche Überraschungen oder was Unvorhergesehenes, was dich besonders geprägt hat? Oh ja, das sind meistens Tierbegegnungen gewesen. Tierbegegnungen, meistens hat es ein Gams oder was gewesen. Da war ich beim Maukalmkreuz, da ist die Maukalm unter der Maukspitze und da ist so ein Hügel und da ist ein Kreuz um. Und da fahre ich gerne, so nach der Arbeit bin ich da gerne aufgefahren mit dem Radl und da ist eine schöne Bank dabei bei dem Kreuz und das war so 7 auf die Nacht, dann 7 am Abend und bin ich aufgefahren und hocke mich nieder und schaue runter und Ding und dann 10 Meter neben mir 2 Gams gewesen und die haben sich nicht, also überhaupt nicht gestört gefühlt oder was, gar nichts. Die haben mich mal angeschaut, also ich dachte, was tut denn der da? Und dann haben sie weiter gehst, gell. Also das war so, für mich war das eine volle
wie sagen wir, fast eine Kraft, Energie, was mir das gegeben hat. Und ja. die zwei Gamsen da zeichnen oder so schon. Und negativ war im Frühjahr, da bin ich am Kurs aufgegangen und da bin ich beim, bei der Elmar Halt, da geht der Boden zurück, da ist bevor der Gamsinger Steig anfängt und da ist so ein Schneefeld runter. Und da ist eine holländische Familie mit Flipflops hochgekommen. Nein, ich, das gibt's ja gar nicht. Warum? Wie kommen die da hin? Gell? Ja. Dann sage ich, ja, hallo, was ist denn los mit euch schon? Ja, wir gehen eh schon runter schon. Also, das ist komplett Fehleinschätzung von dem Ganzen. Das glaub's gar nicht, gell? Aber nein. Vier Holländer, also, die Eltern und die zwei Kinder und ein Flipflop. Ja. Ja, da fragst du dich doch, oder? Ein bisschen vorbereiten wollen wir ja doch, wenn ich noch irgendwo hingehe, oder nicht? Ja, da ist ja fast barfuß sicherer als mit Flipflops. Genau. Ja. Ja, okay. Und wenn du dir mal so für dich überlegst, was dein größter Fehltritt am Berg war und welche Lehren du daraus gezogen hast? Da habe ich zwei. Das eine ist, war bei meiner Mont Blanc-Besteigung 2012, glaube ich, war das. Ja. Das war eben so eine Vorbereitung für meine Nepal-Expedition. Ja. Und da hat es mich brutal erwischt. Und zwar, ich neige dazu, wenig zu trinken. Ja. Mhm. Also denke mal, das geht auch gut, ich habe keinen Durst und gar nichts und so. Und da am Mont Blanc ist mir das Wasser ausgegangen. Weil wir einfach lang braucht haben, und also wenn da der Steff nicht, also der Bergführer nicht noch Flüssigkeit mitgehabt hätte, also, ich glaube, da hätten sie mit dem Hubschrauber hochfliegen müssen. Nein, verdurst war ich nicht, aber es war mir noch nur dreckiger gegangen, weil es mir schon gegangen ist, also das war ein Missgeschick. Und das zweite war eben bei meiner Nepal-Merabik-Expedition, da habe ich mir's mit einem Sherpa angelegt. Der Sherpa hat, wir haben so Backtaschen gehabt, wo in so eine Wäsche, also in so eine Kleidung und das alles drin ist, ja. Was wir nicht im Rucksack selber tragen haben können. Und das sind also die großen die Expeditionstaschen, meine ich werde sicher kennen. Ja. Und die schleppen 4-5 Stück. Gell? Da hat aber eine 20 Kilo. Gell? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mit dem nehme ich es auf, den hänge ich an. Ja, ich sag das, ich habe keine Chance gehabt. Ich habe einen Wanderrucksack mit 7 Kilo gehabt und der hat 60 Kilo auf dem Kopf, werde ich dran sein mit den Dingen. Ja, ja. Keine Chance. Ich war fertig, ich war paniert. Das war ungewohnt. Der war schneller am Basecamp als ich. Krass, gell? Also das sind Maschinen, das ist brutal. Brutal, ja. Was habe ich gelaufen? Gelernt eben, immer genug Flüssigkeit mitnehmen am Berg und zwar die Selbsteinschätzung einfach runterschrauben und andere nicht unterschätzen. Das ist also sich niemals mit Sherpas anlegen. naja, wahrscheinlich war das vielleicht auch ein Moment am Berg, wo du gesagt hast, so scheißegal, jetzt ziehe ich es durch, wo du dem Sherpa hinterhergerannt bist. Aber gab es denn da vielleicht noch einen anderen Moment, wo du sagst, egal, jetzt mache ich es, jetzt ziehe ich es durch? Ja, das war am Kalasberg. Sagt er der was? Beim Königssee ist das. Beim Königssee gegenüber vom Watzmann. Und der ist ein sehr, sehr entlegener Berg. Und da bin ich zu der Hütte hingekommen und da ist ein Regenguss gewesen und da habe ich mir nach dem Weg gefragt beim Hüttenwirt und der hat dann gesagt, wo gehst du hier in Kalasberg? Da ist ja der Mauslochsteig auf. Sag ich, ja, und Ding, ja, da bei dem Wetter, da lasse ich dich nicht gehen. Das ist tödlich, wenn du da aufgehst und so schau. Und ich bin, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich schaue mir das an und dann entscheide ich selber schon. Und dann bin ich umgegangen und bin auch aufgegangen und dann, es war schon sehr, sehr heavy. Aber es war, Gott sei Dank habe ich es gemacht, weil oben einfach mit den Starböcke und das ganze Zeug, das ist einfach eine tolle Geschichte gewesen. Ich habe die nicht einmal gefilmt. Im Film habe ich
das sind jetzt Insider-Sachen, habe ich gesagt, ich habe keinen gesehen, nicht. aber der ist immer einfach zu weit weg gewesen. Aber die Nebelstimmung, die Regenstimmung und Nebel und die Storbecker so im Hintergrund, also das war phänomenal. Und Gott sei Dank habe ich mir das durchgezogen und bin da aufgegangen. Ich bin schon bei den Überlegen gewesen, ob das Sinn hat oder nicht Sinn hat, aber für dieses Erlebnis war das wirklich wert, darf ich gehen. Ja, okay, dann zückt man es durch, gell? Ja, schön. Du, jetzt hast du ja gesagt, bist du in Pension endlich, jetzt hast du wahrscheinlich sehr große Zukunftspläne. Hast du irgendein Projekt, was du in der Zukunft mal angehen möchtest, einfach nochmal Nepal oder sowas? Gibt es da irgendwas? Nein, nicht mehr Nepal. Was ich gern machen möchte, es war eigentlich für heuer geplant, aufgrund meiner Knieoperation, so langsam muss herangehen wieder an die Berge und so, aber die große Zinne mit dem Stefan, das ist eben, und da go in Vorbereitung, den Predigstuhl und die Fleischbank gehe, im wilden Kaiser, aber das ist ja wieder mit Seil und Haken, gell. aber auch auf die alten Tag hin, gell, vielleicht. Das war einmal so ein Projekt, was ich geplant habe. Und dann habe ich wieder eine Bike and Hike Geschichte in Planung. Das möchte ich nächstes Jahr unbedingt durchziehen. Das sind da so auch in der Osttirol-Südtiroler Gegend. Und zwar drei Pässe auf alten Militärstrecken und Besteigung. Das Cima Palombino heißt der. Das sind auch insgesamt 78 Kilometer und 1700 Höhenmeter, was ich da zu absolvieren habe. Und der Palombino, da geht der Eisensteig auf, und ja. Aber alles andere wird sich dann eher nach Lust und Laune ergeben, einfach. Also. Ja, cool. Na, ist doch schön. Also, das macht Laune. Das hört sich gut an. Wenn dir jetzt zum Beispiel plötzlich jemand 5000 Euro auf den Tisch legt und er sagt, das darfst du jetzt nur für Bergsport ausgeben, was würdest du denn dafür ausgeben? Ich würde nach Kamtschatka fliegen. Aha. Und zwar, ich schaue mir das liebend gerne, also Berichte über die Vulkanlandschaft dort. Und die Natur, was da noch ist, was da zu zeigen. Ich weiß nicht, wie es hinter der Kamera ausschaut oder was. Aber Kamtschatka war so eine Sache. Oder die Hohe Tatra, das war auch so eine Sache. Also, das darf mir auch noch gefallen. In die Hohe Tatra gehen. Ja, cool. Okay. Die 5000. Auch schöne Träume. Ja. Ja, du, jetzt kommen wir langsam zum Ende vom Podcast. Und da gibt es ja einen Brauch zum Abschluss. Und könntest du uns drei Kanäle empfehlen, die du persönlich schätzt und gerne mal hören würdest hier? Ja, gerne. Und da möchte ich als erstes vorschlagen, und zwar die Patricia Klidis vom Kanal Lust auf Berg versus Bushcraft. Und das ist eine ganz taffe Frau, die heuer zusammen mit ihrer kleinen Tochter, die Mia, auf dem Kilimanjaro aufgegangen ist. Die Mia ist die, ich glaube, sie ist die jüngste, was jemals aufgegangen ist. Also nicht drogen worden ist, sondern was selber aufgegangen ist. Und die macht brutal viel so Klettersteiggeschichten, Alpendurchquerungen und. Und das ist wirklich eine interessante, vielseitige Frau, und das sind alle zwei, also die Mia und die Patricia, taffe Frauen einfach. Und die hat sicherlich viel zu erzählen. Gell? Ja, das glaube ich. Ja. Dann habe ich noch einen weiteren Österreicher. Also du nur Österreicher heute, gell? Ja, klar. Dann noch den Jürgen von den Alpinfreunden. Der ist irgendwie aus dem gleichen Holz gestrickt wie ich. Ich bin mit ihm jetzt vor kürzlich im Kaiser unterwegs gewesen, auf dem Chefhaus immer gegangen. Der hat das Ganze als Verein aufgebaut, also der ist auch, und der hat brutal viel Erfahrung, also was er zum Berg und was mit der YouTube-Filmerei anbelangt, also der Jürgen von den Alpinfreunden. Und dann mein allerliebster, und zwar das ist der Jochen Bergwechsel-Kramer, ja, Berg- und Naturliebhaber. Und der hat wirklich sein Herz am richtigen Fleck, was die sagt, was der hat so viel Berg bestiegen und dokumentiert. Und der ist einfach für mich der beste Drohnenflieger. Also der für Aufnahmen macht mit seinen Drohnen, das ist unwahrscheinlich. Also die drei hätte ich. Ja.
Ja, du, super. Werde ich machen. Ich bin immer selber sehr gespannt, was da für Kanäle vorgeschlagen werden und vor allem die auf die Gespräche, die dann folgen werden. Also das ist immer super spannend und ich freue mich jetzt schon drauf. Also ich werde die auch dann bald anschreiben. Jetzt darfst du als Gast verabschieden und den Hörern nochmal sagen, etwas mitgeben, was du für dich selber irgendwie ja mitteilen möchtest. Gerne. Wir leben in einer so wunderbaren Welt, gell? Vor allem da bei uns in den Alpen. Und schaut ein bisschen drauf, dass es so bleibt, einfach. Und seht die Berge nicht so als Spaßberg, sondern als ein Ort der Erholung und sowohl des Körpers, aber auch der Seele, gell? Klingt jetzt ein bisschen abdroschen oder was, gell? Aber wenn sie einmal den Spirit von dem Berg, wenn sie den einmal spürt, das ist sowas von geil. Und das tut so massiv gut. Aber den Spirit kriegst du nicht, wenn es neben 40, 70 andere schnatterten, entschuldige, dass ich sag, Hausfrauen oder was, gell? Das geht einfach nicht, gell? Und den Spirit, also wenn es den davor soll, ich glaube, dass dadurch auch früh auf die Berge gehen und gerne in die Berge gehen, weil es den Geist, also den Spirit von den ganzen, von den Berg aufgesagt haben. Hauptsache auch viel Freude in die Berge und ja, das war mein. Und danke, dass ich bei dir. Ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut, deine Geschichte zu hören und vor allem den Menschen hinter deinem Kanal kennenzulernen. Danke auch dafür.